Wir sitzen im Kreis, komm schauen richtig an. Wer ist heute am Morgen echt alles da? Da ist der Diliar, da ist Frau Galizia. Schön sind wir da. Gehen wir, komm Diliar. Da ist der Postrucksack, der ist heute mega schwer. Die St. Gildas Stiftung ist Wohnheim für viele Menschen, sie ist Schule für ganz viele Kinder und Schüler, sie ist Ambulatorium für Therapien und sie ist auch Treffpunkt für viele Menschen in der Region. Wir machen das, um seine Motorik zu fördern und dass er einfach seine Kraft lernt dosieren, dass er Kraft entwickeln kann, dass er seine Koordination fördern kann und seine Selbstständigkeit. Diliar, tust du gerne Post holen? Super, Diliar. Man sagt auch Hand-Augen-Koordination. Das ist auch viel, dass meine Schüler gerne arbeiten und irgendwie schauen. Aber nicht da, wo sie müssten. Und da macht Diliar super bei dieser Arbeit. Super. Komm, da. Das sind eigentlich die Barrieren in den Köpfen. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Barrieren abgebaut werden, dass die Leute offener auf Menschen mit Beeinträchtigungen zugehen, einfach mal fragen, sich austauschen, um so auch die Belange besser kennenzulernen. Die grösste Hürde für meine Schüler im Alltag ist eigentlich, dass sie eine andere Kommunikationsform haben und durch das oft nicht verstanden werden.